Kürzlich haben wir Ihnen erzählt, die Geschichte der Segelschiffbauwerften an der Warnow. Dort hinten waren sie aufgereiht. Hier, wo wir uns befinden, wurde ein neues Zeitalter der Werftgeschichte eingeläutet. Das erste Stahlschiff mit einer Dampfmaschine. Die Werft ist hier leider verschwunden. Aber wir erzählen Ihnen hier in unserer Zeitreise die Geschichte der Werften Teil 2. Als 1851 die ersten eisernen Schraubendampfer wie die Erbherzog Friedrich Franz und die Großfürst Konstantin zu Wasser gelassen wurden, begann ein neues Zeitalter im deutschen Schiffbau. Dies geschah auf der Werft von Tischbein und Zels. Kurz darauf befuhren diese Schiffe bereits die Route nach St. Petersburg. Außerhalb des alten Stadthafengeländes weit der Fluss abwärts, neben der damals am Kapuzenhof existierenden Badeanstalt, entstand diese neue Werft, die aber auch noch längere Zeit Segelschiffe fertigte. Aus ihr wurde dann ab 1890 die Aktiengesellschaft Neptun Schiffswerft und Maschinenfabrik und daraus dann die über viele Jahrzehnte im Schiffbau führende Werft, die Neptunwerft. Die ersten Jahre, die für das Werftpersonal wie zum Beispiel den Spantenbiegern, den Schmieden und auch den Kupferrohrarbeitern sehr hart waren, erwiesen sich dazu auch alles andere als wirtschaftlich. Auch für die Werksmeister sollte sich das ab dem Ende des 19. Jahrhunderts ändern. Es kamen modernste Maschinen hinzu und etwas später ein Eisenbahnanschluss. Die Warnow wurde hier ausgebaggert. Fischereifahrzeuge bestimmten zu Beginn des neuen Jahrhunderts das Produktionsprofil. Aber auch Segeljachten und Frachtschiffe wie die Dinopla wurden gebaut. 1904 liegt das Fährschiff Mecklenburg zur Reparatur im Dock. 1910 sieht dies dann schon ganz anders aus. Im selben Jahr lief mit der Kronprinz Wilhelm ein Schiff vom Stapel, das uns bis in die heutige Zeit als Undine beschäftigen sollte. In jener Zeit waren die Schiffsbauanlagen ausgebucht, Stapelläufe gab es zahlreiche. Mit seinen rund 2000 Beschäftigten war der Betrieb vor dem Ersten Weltkrieg damit der größte in Mecklenburg. Doch von da ab wurden hier Torpedoboote, Minensucher und zum Kriegsende dann U-Boote gebaut. Die Zahlungsunfähigkeit in der darauffolgenden Weltwirtschaftskrise tat ein Übriges, denn fertige Schiffe konnten nicht verkauft werden. Der Werft ging es sehr schlecht. Durch Großaufträge aus der Sowjetunion wurden die Arbeitsplätze anschließend gesichert. Sie ließ in Rostock mehrere Fischereifahrzeuge bauen. Mit August Neptun, wie die Werft in einem Volksmund genannt wurde, ging es wieder aufwärts. Doch richtig erholen konnte sie sich erst durch die neuen Rüstungsaufträge. Minensucher und sogenannte Schnellbootbegleitschiffe, aber auch U-Boote, stellte man ab 1941 her. Über 4000 Menschen, unter ihnen viele Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene, arbeiteten für die Kriegsmaschinerie. Untergebracht waren diese unter anderem im Arbeitslager an der Tierfelder Straße. Da die Werft somit Rüstungsbetrieb war, wurde sie Ziel für alliierte Luftangriffe und somit bis zu 80% zerstört. Als sowjetische Aktiengesellschaft, als SAG Neptun, ging es nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges weiter. Reparationsleistungen an insgesamt 449 Objekten wurden von der Werft gebracht und durch den Befehl Nr. 85 der sowjetischen Militäradministration in Mecklenburg folgte das Lockerprogramm mit fast 1200 Schiffen. Der erste Frachterneubau folgte 1951. Ein Jahr später wird die Werft an die DDR zurückgegeben und 1953 dann volkseigener Betrieb. Unter anderem werden die ersten Schiffe für die noch junge Seereederei des Landes, die Rostock und die Wismar, gebaut. Einer der vielen Höhepunkte war im Jahr 1958 der Stapellauf des Fährschiffes Sassnitz. Immer größere und modernere Schiffe einer breiten Palette entstanden für Kunden aus vielen Ländern. Auf der Werft wurde rund um die Uhr gearbeitet. Die Auftragsbücher für die bis zu 7000 Beschäftigten waren bis zur politischen Wende prall gefüllt. Zum Werftbild gehörten auch der alte Schwimmkran Lange Heinrich und der später hinzugekommene Goliath. Rund 1800 Schiffe wurden hier insgesamt gebaut. Der letzte Stapellauf in der alten Neptunwerft fand 1991 statt.
Gegenüber der Neptunwerft existierte am anderen Ufer der Warnow in Gelsdorf die 1932 gegründete Max-Rode-Werft. Fischerkähne und Segelboote entstanden hier. 1949 wurde die Werft volkseigen und zu Beginn des Jahres 54 dann als Betriebsteil der Rostocker Neptunwerft angegliedert. Zunächst fertigte man dort die kleineren Bootstypen aus Holz weiter, bevor die Werft ihr Profil änderte und für die Reparaturen von militärischen Schiffen zuständig war. Warnemünde war zwar seit Beginn des 19. Jahrhunderts ein beliebter Badeort und die Fischer waren hier auch schon immer zu Hause. Doch wegen der ewigen Bevormundungen durch die Stadt Rostock durften an der Mündung der Warnow erst sehr spät die ersten Schiffe gebaut werden. Dies geschah in der Arado Flugzeugwerft, die 1921 gegründet wurde. Denn Flugzeuge durften in Deutschland nach der Niederlage im Ersten Weltkrieg nicht gebaut werden. Also fertigte man Fischkutter in größerer Stückzahl. Ab 1924 entstanden bei Arado wieder Motorflugzeuge. Eine richtige Schiffswerft sollte ab 1928 entstehen, die Krögerwerft. Standort dieser von den Brüdern Karl und Hans Kröger errichteten Bootswerft war ein bisher bescheidenes Gelände, das sich am 1887 erbauten alten Hafenbecken befand. Anfänglich reparierte die Werft Fischerboote und baute Segeljachten. 1931 gewann man die Ausschreibung des Deutschen Seglerverbandes zum Selbstbau einer 12 Quadratmeter großen Schapiolle. Bis zum Beginn des Zweiten Weltkrieges entstanden hier eine größere Anzahl verschiedener ziviler Seefahrzeuge. Im Krieg wurde auf Rüstungsproduktion umgestellt. Flugsicherungsboote und Sprengboote verließen nun die Warnemünder Werft. Nach den Beschlüssen der Potsdamer Konferenz der Siegermächte 1945 sollte die Werft zunächst enteignet und demontiert werden. Doch die sowjetische Stadtkommandantur entschied anders und befahl hier die Reparatur von dringend benötigten Fischkuttern. 1948 wurde die Warnow-Werft Warnemünde gegründet, die zunächst Karl-Liebknecht-Werft hieß. Dazu dienten die Reste der Kröger-Werft und auch das danebenliegende, im Krieg durch Bombenangriffe komplett zerstörte Gelände der ehemaligen Arado-Flugzeugwerke. Diese Flächen waren in jenen Jahren eine einzige Baustelle. Gleichzeitig wurden seit 1947 auch hier Reparationsleistungen von größtem Ausmaß geleistet. In der Ostsee gesunkene Schiffe für die Sowjetunion umgebaut und wieder seetüchtig gemacht. Schiffsnamen wie Sowjetski Sojus oder Juri Dolgoruki stehen dafür. 1951 läuft die Wilhelm Pieck als letztes voll genietetes Schiff vom Stapel, deren erster Kapitän der damals 68-jährige Ernst Weitendorf aus Gelsdorf war. 1953 beteiligen sich die Werftangestellten am Arbeiteraufstand in der DDR. Zwischen 1950 und 1955 entsteht die damals modernste Kabelkrananlage Europas. 1956 wird der erste, der zur Legende gewordene 10.000-Tonnen-Frachter vom Typ 4, die Frieden, zu Wasser gelassen. Seit 1960 war die Warnow-Werft der größte Schiffsbaubetrieb in der DDR. Erfolgreich auch die 60er Jahre. Die XD-Stückgutfrachter werden ab 1966 gefertigt. Das erste Bugwulstschiff entsteht 1968. Das erste Vollcontainerschiff folgt 1975. Das letzte Ausrufezeichen wird 1987 gesetzt. Das erste Saturn-Schiff ist fertig. Es sollte für viele Jahre das Zukunftsschiff der Werft sein. Die Zeit nach der Wende war für diese Werft keine einfache Zeit. Viele Eigner, viele Hoffnungen, viele Enttäuschungen und seit 2009 geht es dann wieder richtig aufwärts. Die Werft firmiert hier unter der Bezeichnung Nordic Yards. Der Leiter der Unternehmenskommunikation der Firma steht neben mir. Guten Tag und schönen Dank, dass wir auch da sein dürfen, an Stefan Sprung. Hallo. Ist es wirklich so, dass es nun richtig aufwärts gegangen ist in den letzten Jahren?
Ja, das kann man mit Fug und Recht so sagen. Wir haben ja mittlerweile das vierjährige Jubiläum von Nordic Yards. Und wenn man mal schaut, was in diesen 4 Jahren geschaffen wurde und wie sich auch die Umgebung und der Markt in der Zeit bewegt hat, muss man sagen, dass nicht die Situation und die Lage der Branche entscheidend war, sondern unser eigenes Tun. Und ich glaube, es gibt nicht so viele Werften in der Welt, die Eisbrecher und Plattformen für die Energiewende bauen. Das heißt, wir können schon sagen, dass der Transformationsprozess wirklich geglückt ist. Aha. Und die Produkte, die wir in den letzten Jahren abgegeben haben, sprechen ja auch für sich. Also es spricht doch aus Ihren Worten heraus, eigentliche Werft und Schiffe ist nicht mehr so. Das läuft nicht mehr ganz. Sie haben neue Felder erschlossen, einiges ist schon genannt worden. Was ist denn so in den letzten, ich sag mal, 12 Monaten hier, sagt man noch, vom Stapel gelaufen? Ja, man sagt immer noch vom Stapel gelaufen. Wir lieben natürlich auch die Tradition und das machen wir auch so. Man muss natürlich eins sagen, dass sich der Markt etwas verändert hat. Das hat, glaube ich, auch mittlerweile der Letzte mitbekommen, dass wir in Serien keine Containerschiffe mehr bauen, sondern wirklich immer sehr spezielle Projekte und das auch nicht nur fertigen, sondern der Prozess, dem sich eine Werft stellen muss, geht viel früher los. Also wir entwickeln sozusagen Problemlösungen für unsere Kunden. Ja, und das lohnt sich offensichtlich. Man kann Schiffe bauen, man kann Plattformen bauen, nur mit Werftarbeitern. Wie viele sind zurzeit hier beschäftigt? Es sind exakt 1163 Mitarbeiter an beiden Standorten, in Wismar und in Warnemünde. Was man beobachten kann die letzten Jahre, ist, dass das Verhältnis zwischen Fertigern und denen, die konstruieren, designen und auch alles, was nach der Fertigung sozusagen zu machen ist, wächst. Also da merkt man auch, wie sich das Portfolio der Werft ändert. Aber so das Verhältnis ist 60-40 ungefähr zwischen Fertigung. Eine abschließende Frage habe ich noch. Ich habe gelesen, der größte Eisbrecher wird hier gebaut. Ist das nun das neue Prestigeobjekt oder wo geht die Reise hin? Ja, also Sie wissen, Russland ist ein wichtiger Markt für uns. Wir haben sowohl eine sehr gute Tradition von über 1000 Schiffen, haben wir ja schon 100 eisbrechende Schiffe gebaut. Und einen guten Draht nach Russland haben wir auch, nicht zuletzt durch unseren Eigner. Es ist so, dass wir jetzt ein Deckshaus bauen für ein Eisbrecherprojekt. Und dieser Eisbrecher ist der größte der Welt, der größte konventionelle. Und in die Richtung werden wir uns auch weiterentwickeln. Ja, dann sage ich toi, toi, toi. Dankeschön für das Gespräch. Und wir sind auch wieder für Sie da. Wir starten wie gewohnt die nächste Zeitreise in genau 2 Wochen. Wird noch nicht verraten, worum es geht, aber es wird sich lohnen. Schauen Sie rein. Wir freuen uns auf Sie. Dankeschön. Danke.